Marvin, von uns nochmal ganz herzliches Willkommen beim FC Augsburg. Freuen uns sehr, dass du dich für uns entschieden hast. Bist ja gebürtig aus Hessen. Wie klappt der Austausch mit den Schwaben? Am Anfang ein bisschen, sage ich schon, habe ich nicht alles verstanden direkt auf einmal. Aber mittlerweile habe ich mich schon ganz gut dran gewöhnt und ja, verstehe ich eigentlich fast alles schon. Du hast 4 Jahre im Schalker Nachwuchsleistungszentrum verbracht. Was ist hier anders beim FC Augsburg? Ich habe 3 Jahre war ich U17 und 2 Jahre Schalke in der Jugend. Und dann 2 Jahre Profijahre, also als ein Verein, der halt viel, viel kleiner ist als Schalke. Und alles viel, viel ruhiger und hier kann man in Ruhe arbeiten, sage ich mal. Und ist halt schwer zu vergleichen, weil einfach Schalke ein riesen Club ist mit ganz viel Tradition, was Augsburg natürlich auch hat. Aber dass da einfach auf Schalke, sage ich mal, sehr viel Presse ist und man immer ziemlich viel Druck hat. Ich glaube, dass das hier ein bisschen anders da ist. Und ja, deswegen habe ich mich auch für den Schritt entschieden, dass ich hier zum FCA komme. Und ja, das war halt so der entscheidende Schritt. Die ersten Trainingseinheiten hast du hinter dir. Die erste Woche der Vorbereitung ist jetzt schon vorbei. Wie lief's? Lief eigentlich ganz gut. Ist natürlich Vorbereitung hart, anstrengend. Aber ich denke, dass es darauf baut die ganze Saison auf und das gehört dazu. Und ja, wie gesagt, war halt schon anstrengend, aber ja, ist halt die Vorbereitung. Im Juli habt ihr noch mal eine Woche frei. Hast du dir schon überlegt, was du machst in der Freizeit? Geht's noch mal in Urlaub oder wie sieht's da aus? Nee, ich wollte eigentlich nochmal nach Hause zur Familie und dann muss ich schon ein bisschen meine Wohnung ein bisschen einrichten, nehme ich die freien Tage direkt dazu, dass ich da ein bisschen was machen kann. Aber dann wollte ich nochmal nach Hause zur Familie, zu meinen Geschwistern. Ja, und direkt in Urlaub wollte ich eigentlich jetzt nicht nochmal. Apropos Familie, du stammst ja aus einer richtigen Sportler- oder Fußballerfamilie. Wie muss man sich das vorstellen bei dir zu Hause? Also, ich habe 3 Geschwister. Mein Bruder spielt Fußball in der Regionalliga. Meine Schwester, die spielt bei Bayer Leverkusen. Bundesliga und meine kleine Schwester, die macht Leichtathletik. Also alle sehr viel am Sport treiben, sage ich mal. Und es ist halt immer was los zu Hause, sage ich. Ja. Wird der Mutter das nicht manchmal zu viel, wenn es nur um Fußball geht zu Hause? Nee, das kennt sie jetzt schon seit Jahren, sage ich mal, aber hat nie was gesagt, dass es ihr zu viel wird. Jetzt heißt es FC Augsburg, ein neuer Schritt für dich. Was sind deine Ziele? Mein Ziel sind, ich möchte mich weiterentwickeln, ich will Spielpraxis sammeln und ich möchte einfach den nächsten Schritt machen. Ich möchte mich fußballerisch weiterentwickeln, persönlich weiterentwickeln und deshalb habe ich den Schritt hier zum FCA sozusagen genommen. Du hast bisher schon einiges erlebt, Champions League, Europa League, Jugend, Nationalmannschaft. Gibt es irgendeinen Höhepunkt in deiner bisherigen Karriere, den du so rausstellen würdest, an den du dich gerne zurückerinnerst? Die ganze Schalker Jugend, die war schon, sage ich mal, die U19, gerade die 2 Jahre, die waren schon ein Highlight, weil unter Norbert Eggert da zu spielen und zu trainieren, das war schon mich extrem weitergebracht. Dann kommen noch dazu die U19 Europameisterschaft, wo wir Europameister geworden sind. Aber natürlich ein ganz großes Highlight bisher. Und dann die ersten Spiele, sage ich mal, in der Bundesliga, mein Bundesliga-Debüt. Das sind halt so Momente, die man nicht vergisst. Wir haben ja auch einen Spieler mit einer Schalker Vergangenheit hier im Kader. Nicht nur einen, auch mehrere, der Halil Altintop, aber auch der Philipp Max, der in der Schalker Jugend gespielt hat. Gibt es da vielleicht schon einen besonderen Draht zu den beiden? Ja, mit Philipp Max kenne ich ja schon noch von Schalke, von Schalke. Mit denen habe ich glaube, ein paar Mal zusammen trainiert und er kam direkt auf mich zu und hat gesagt, ja, wenn du was brauchst, wenn ich dir Augsburg zeigen soll ich mich nur melden. Und ja, es kam gut direkt zurecht, sage ich mal. Gut, schönes Schlusswort. Wir wünschen dir beim FC Augsburg viel Erfolg, viel Spielzeit und dass du hoffentlich lange ein Teil dieser Mannschaft bist. Vielen Dank. Danke.